bewachen Sie ihn. Sein Körper stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen. Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Stimmt, das war das. Du hast nur die Kontrolle über einen Little Sister. Du kannst nun Lüftschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Alles klar. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Okay, ich möchte mich aber auch erstmal hier umschauen. Entkomme aus der Arrestzelle. Ja. Jetzt sehen wir halt die Welt aus dem. Kriech durch die Schleuse da. Den Augen der Little Sister. Da ist halt alles noch ja, schön. Na, können wir da hoch? Jawohl. Schön und heile Welt sozusagen. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Ich glaube, wir können jetzt hier auch nicht sterben oder irgendwie entdeckt werden. Kann ich speichern? Ne, ich kann auch nicht mal speichern. Von daher kann ich hier über das Menü... Ne. Hier, von daher... ich glaube, hier kann auch einfach nichts schief gehen. Okay. Dann schauen wir uns aber erst noch ein bisschen um. Hallo Big Daddy. Ah, da haben wir die Kammer. Oh, ein Teddy. Dann können wir halt hier ins Büro. Durch diesen Lüftungsschacht. Hüpf. Ja, ich glaube, hier kann man auch nicht allzu viel verkehrt machen oder so. Ich weiß es ja nicht. Von daher... von Sophia Lamp. Wir sind angekommen. Du bist drin. Da sollte irgendwo ein Hebel sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Sieht ja schön aus. Können wir da irgendwas durchsuchen? Na. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. Können wir da hochspringen? Ne, wir können auch nicht springen, verdammt. Aufmerksamkeit. Aufmerksam. Ach toll. Da wäre ein Hebel. Können wir uns das anhören? Jupp, cool. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Das so funktioniert hat? Glaube ja nicht, meine liebe Freundin. Und? Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen.
Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen, um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister-Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Knuffig? Speichern geht immer noch nicht. Drei Teile. Und ich glaube, die Leute, weiß nicht, die beachten die uns? Hallo? 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 Na? Na? Scheinbar nicht. Geld, Geld, Geld. Die reichste Little Sister der Welt. Ja, genau, da hinten möchte ich gerne hin. Danke, das möchte ich gerne mitnehmen. Mutter sagt, mein Zustand ist letztlich ein Segen. Dauernd erinnert sie mich daran, dass ich einzig dazu geboren wurde, um ihre Ideale zu fördern. Und jetzt will sie mich überreden, mich mit dem gleichen Cocktail zu spleißen, der Dr. Alexander in den Wahnsinn getrieben hat. Sie glaubt, mein Zustand macht mich immun gegen die Schädigungen. Die Erdoberfläche ist meine einzige Chance auf Freiheit. Aber Mutter nahm mir den einzigen Menschen, den ich von oben kannte, und ermordete ihn vor meinen Augen. Vater, wenn ich nur einen Weg finden könnte, ihn zurückzuholen. Okay, dann sammeln wir noch ein bisschen Adam. Cool. Wir haben so viel Adam. Und da haben wir halt kurz gesehen, dass es in die wirkliche Welt uns zurückgeworfen hat. Danke. Und noch ein wenig Dollar. Komm her, verfluchte Scheißball! Schön, dass die ja diese entsprechende Wahrnehmung haben. Oh, ein Big Daddy mit einem ja, Dings im Auge. Einem Schraubenzieher. Da können wir erstmal nicht hin. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Big Voodoo Daddy, ja, das kommt hin. Aber schön, da haben wir dann hier... ja, das sah dann halt aus wie ein Kleid. Aha. Tante Gracie. 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ich würde da gern durch, muss ich da durch den Lüftungsschacht. Da ist nämlich noch Adam zu sammeln. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch alles brauche, aber... besser man hat es, braucht es nicht als andersrum. Okay. Okay, Tiefspritze. Ja, und los. Jam, 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 jam. Genau, nie genug Adam. So läuft das auch deutlich besser hier. Und geht deutlich schneller, als wenn wir mit als Big Daddy daneben stehen. Hey, jetzt können wir auch hier rein. Hallo. Ich war es mit der Tür einfach ein Bug. Oh, Spielzeugfische. Wie schön. Jeder Tag ist Daddy-Tag. Was haben wir denn hier? Ah. Mehr? Sisterhelm, Geld. Und was zum Anhören. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater.
teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Ja, genau. Also da hören wir uns gleich nochmal an. Genau, mit dem Bug, dass die Tür nicht richtig aufging, das stimmt. Wahrscheinlich hätte die einfach gar nicht aufgehen sollen. Oder wer war... Nee, vielleicht war das sogar gewollt, dass man sieht, dass da hinten jemand ist, dass man durch den Lüftungsschacht geht. Vielleicht war das sogar wirklich so gewollt. So, das nehmen wir noch mit. Ich wundere, dass jetzt die Splicer nicht hinter uns her sind, weil gesehen haben die uns ja. Und die stehen ja draußen und ja, machen halt nichts großartig. So, ich höre mir das jetzt nochmal an. Ich war in Quarantäne, aber Mutter weiß nichts über das Ausmaß meiner Verbindung zu den neuen Little Sisters. Ich empfinde nicht nur mit ihnen, ich kann sie direkt kontrollieren. Sie sind jetzt meine Hände und meine Augen. Besser noch, wir haben Vaters Körper gefunden und eine Genprobe genommen. Die Mädchen verstecken die Proben in diesen Puppen, die wir immer gemacht haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Dreh raus habe, einer der Walter Chambers so zu manipulieren, dass sie seine genetische Signatur sucht. Und dann, ich kann es kaum erwarten, Mutters Gesicht zu sehen. Ich glaube, wir haben nur unten einen Dollar vergessen, aber dafür renne ich jetzt nicht wieder zurück. Heidi Ho. Oh, der ist kaputt. Ah, okay. Warte mal, ich will mal gerade zurück. Ich will mal gucken, wie das hier im normalen... Ah, nee, kann ich nicht. Verdammt. Aber es sieht dann... Moment. Ich nehme auch noch mit. Hallo. So. Waffen. Das kann sein, dass die von der Frau kontrolliert sind und deswegen nicht angreifen. Ah, jetzt können wir auch hier wieder zurück. Okay, gut, dann habe ich den Dollar doch noch. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Mhm. Und da wir nett und freundlich zu allen waren, wirst du wahrscheinlich auch nett und freundlich sein. Interessant. Ja, das hat ein Wiederspielwert, das Spielchen hier. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Wie bis auf die Splice und die anderen Big Daddies? Wie meinst du das gerade oder in welchem Zusammenhang? Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. So, maximal Plasmidslots, wieder vereint, jawohl, schön. Alles klar. Ja, ach so meinst du das, also dass wir, ja, die haben es ja verdient, die wollten ja sterben, das war ja deren Wunsch. Ryan leer kaufen, gut. Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich,
dann riecht man schon, was kommen wird. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Yay, coole Sache. Danke. Das ist, als würdest du deine Tochter mit zur Arbeit nehmen. Okay. Da rein. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Alles klar. Halt dann wahrscheinlich unverwundbar. Gehe ich mal von aus. Sie als Kommando. Die Chinese. Klar, Elektrobolt. Elena rufen. Gut, die anderen müssen wir da auch noch irgendwo hinlegen. Die sind jetzt wahrscheinlich auf den Tasten, die ich eh als Quick und Load. Nein. Elektrobolt. Ah ja, genau. Und F5 ist dann. Ja, alles klar. Das macht Sinn. Gut. Oh. Haben wir, glaube ich, schon. Ja, bisschen was haben wir noch nutzen können. Okay, da haben wir absolut nichts rausnehmen können. Hallo? Ritzel! Und hier wieder unser Foto. Zack. Wer kämpft denn schon fair? Und weg. Zack, so, machen wir auch wieder Foto. Sehr schön. Bam. Auf. Dankeschön. Ritzel, du kannst auch weg. Subject Delta. Ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche. Moment, ich muss gerade noch Muni kaufen. Danach kannst du wieder weiter rumlabern. Hier will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Ich baller erstmal euch da hinten weg. Danke. So, dann, genau, möchte ich hier noch ein paar Plasmide reinpacken. Genau. Moment. So. Wir haben gar keine mehr. Okay, dann muss ich, glaube ich, echt. Dann kann ich mir, glaube ich, demnächst echt mal wieder Plasmide kaufen. Kann ich die auch irgendwie hier drehen? Nee, warte mal, ich kann das rauspacken. Ach, bestimmt. Hm. Können wir jetzt mittlerweile auch mal hier rein? Nö. Schade. Na gut, da waren wir als Little Sister unterwegs. Du darfst mal mitkommen. Wohl komm, heilen. Hier geht's dann weiter. Boah, sehr einladend. Ab zum Innenbereich von Perso PD. Genau, die Sache mit dem Bohrersprung. Ja, die habe ich ja auch dann nicht großartig weiterverfolgt. Die letzte Zeit. Okay, hallo? Nach oben, Vater! Schnell! Ja, hier ist noch Zeug zu looten. Weiter Chamber. Vita Chamber.
La, Verbandskasten. Karte der Anlage. Oh, schön. Ja, So, links oder rechts hoch. Aha, brennen wir mal ein bisschen was weg. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Nö. Die armen Schotten. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Na gut, wo bist du hin? Mädel? Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Okay. Ah, hallo? Fröhliches Brennen. Danke. Ah, jetzt können wir auch hier hoch. Dachte gerade, das wäre ein Gegner. Auch hier mal wieder sicherheitshalber hacken. Falls ich noch irgendjemand heilen möchte. Dies ist ein Notfall. Subject Delta ist entkommen. Eleanor Lam hat sich gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Das wollen wir doch mal sehen. Foto. Und ich ballern die halt mal weg. Danke. Ja, ist ja schon echt praktisch hier. Mit der Muni. Da, gebt mal euer Zeug her. So, ist da nicht noch irgendeiner rumgeturnt? Nö. Können wir denn hier noch irgendwas? Ah ja, können wir. Danke. Winterblast vielleicht noch. Jawohl. Packe ich dann mal noch hier rein. Frieren Sie Ihre Gegner ein und zerschlagen Sie sie in 1000 Stücke. Graden wir da noch komplett ab, würde ich sagen. Zack. Sie Gegner länger ein. Achtung, Erkältungsgefahr. Das ist natürlich nett. Und Nummer 3. Frieren Sie Ihre Gegner blitzschnell ein. Zur Verwendung, um einen verheerenden Eissturm auf den Gegner loszulassen. Wunderschön. So, was können wir denn sonst noch machen? Wir haben doch hier noch ein bisschen was. Scroll mehr. Ja, komm, mal Panzerung. Statt. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Ich glaube, sonst hätten wir eigentlich. Ja. Brauchen wir nichts mehr großartig. War jetzt nichts so Interessantes mehr mit dabei. Hallo? Ah, Gefängnistrakt. Waffen nachladen? Gut, dann laden die Waffen mal nach, wenn das Ohr geschlagen wird. Danke. Nix. Ah ja genau, war mal Türsteuerung. Das heißt, ja, wir können die dadurch hacken. Luft.
Nett. Das war jetzt auch nötig. Gut. Fail-Safe-Instruction. Ja. Ach, von der anderen Seite müssen wir hin. Können wir aber nicht. Okay, da müssen wir wohl einmal außen rumrennen. Dann dauert es hier noch ein bisschen, bis wir da drin sind. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Okay, oder seine Lamp kennt den Weg. Ja, dann folgen wir doch vielleicht mal. Kriegen wir hier also auch wieder Schaden. Ab einer Weile. Okay, ihr könnt wieder zurück. Will ich das denn? Ich weiß es gar nicht. Achso, wir könnten hier nochmal. Zack. Starte Aufnahmesequenz. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Okay, die Frage ist, wie? Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben rauszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Ja, ja, kein Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen. Zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskerlen hier nur gut. Ganz bestimmt. Lamp den Weg weisen? Oh ne, was war das? Lamp kann den Weg weisen. Wird uns den Weg weisen suchen. Ja, brauchen wir noch irgendwas an Muni? Ich glaube eher weniger.